Liebe Leute und fröhliche Weihnachten euch allen. Wir sind hier direkt wieder auf dem Dach. Und diesmal habe ich nicht das Scharfschützengewehr, sondern die China-Lenny. Meine Xbox war so schlau und hat die Daten mal schön nicht gespeichert. Also musste ich das komplette Level neu starten. Aber ja gut, ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt alle meine Nachricht bekommen, dass ich heute nicht die letzten Parts hochladen kann. Weil 3 Stunden sind ungefähr, Moment, muss ich rechnen, 12 Parts, und 12 Parts an einem Tag ist fast unmöglich. Außer man hat eine extremst gute Verbindung, die ich aber nicht habe. So, momentan habe ich erst von den noch kommenden 3 Stunden ein Viertel Stunden bearbeitet und ja, die kommen dann noch. Ich hoffe, bis Neujahr muss ich so circa 2 Parts jeden Tag hochladen. Dann wäre das zu schaffen. So. Ja, wie mir schon aufgefallen ist, auf Gaming Brothers United haben Lumi und ich ein Video hochgeladen. Könnt ihr euch auch mal angucken. Und ich habe mal noch eine extra Playlist gemacht für all möglich Black Ops Zeug, was ich jemals gemacht habe. Und auch auf Partnerkanälen gemacht wurde von. Jo. Achso, und na gut, das sage ich jetzt noch nicht. Im letzten Part werde ich nämlich ein besonderes Intro bringen. Und ja. Ich versuche jetzt erstmal alle Videos immer 15 Minuten lang zu machen, damit es nie so viele Parts werden. Und ich das dann schneller hochladen kann und bla bla bla. Ihr wisst ja, was ist. So als kleiner Gag, schreibt mal unten in die Kommis, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Interessiert eigentlich ja niemanden, aber egal. So als Joke, kommt bestimmt gut. Ich bekomme, glaube ich, einen neuen Fernseher. Ja. Wird ganz lustig. Gibt's noch was zu sagen? Nichts Besonderes. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bei welcher Minute wir sind, weil mein Programm wieder spackt. Aber ich kann mir das ungefähr denken. So, jetzt sind wir hier hinten irgendwo. In so einem kleinen Hinterhof oder was das ist. Und ja, dann ballern wir den mal schön kleinen Arsch. Was ist das jetzt? Two more assholes below. No problem. I got it. Noch 2 Arschlöcher unter uns. Nicht schlecht. Soll ich die jetzt beide killen? Gleich mal den. Ja, ich sehe. Ja, gut, mach ich so. Ist auch ganz gut. Just going to a lot of trouble to shut you up. What are you not telling us? I told you about Nova 6. Einfache Waffen sind besser als diese Double-Ringe. Mag ich nicht so. So, wo müssen wir jetzt hin? So, hier müssen wir runterrutschen, dann kommen direkt Feinde und ballern wir mal schön ab. Der spritzt schön Blut. Okay. Oh, ich merke gerade, meine Zeitleiste läuft nochmal mit. Das freut mich. So, wo geht's jetzt hier lang? Okay,
you too low on ammo? We still have a ways to go. Was ist jetzt kaputt gegangen? Irgendein Haus oder was war das? Da ist keiner von hinten. So, schießen wir hier mal ein bisschen rum. Ich merke gerade, dass die Waffe immer sehr schnell leer geschossen ist. Hm. Wird normal sein. So, was ist denn? Und auf dem Fenster, ich hab ihn noch gesehen. Ach, da unten. So. Was gibt's denn jetzt noch Tolles zu sagen? Von mir, von Weihnachten. Dem allgemeinen Freudenfest. Ich denke mal, dass ich heute wahrscheinlich nur einen Part hochbekomme. Genauso wie morgen und übermorgen. Da muss ich versuchen, die restlichen Tage irgendwie auszugleichen oder ja, was weiß ich. Aber ich denke mal, ich habe das Intro komplett aufgenommen. Es gibt bestimmt eine Viertelstunde. Das kann ich ja ganz schnell machen. Und danach das Zombie-Match auf 5, was ja besonders da ist. Das kann ich auch kürzen, da habe ich nicht mehr richtig gespielt, das war dann noch Level 5, Level 4 oder 5. Aber ja, das werdet ihr dann sehen. Oh. Ich habe gerade voll Hunger. Aber oh, das Video ist ja jetzt gleich vorbei, also kann ich mir dann was machen hier. Ich frage mich nur, ob da jetzt die komplette Mission noch drauf ist. Ich glaube es nämlich nicht. Aber es wäre cool. Es kann sein, dass sie drauf ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, die hört erst bei 20 oder sowas auf. 20 Minuten. Aber das ist egal. Eigentlich wollte ich gestern schon extremst viele Videos machen, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, weil ich mit meinen Freunden noch in die Stadt gegangen bin. Einfach so aus Spaß, weil er noch ein paar Weihnachtsgeschenke gebraucht hat. Ja, und dann habe ich es nicht mehr geschafft. Ich wollte eigentlich das komplette Video bearbeiten, also die komplette 3,5 Stunden. Und die dann rendern, also kommentieren, dann rendern und versuchen zum größten Teil hochzuladen, aber das hat halt nicht geschafft. Aber ja, was will man machen? Das Leben ist hart, Leute. Jetzt haben wir schon 8 Minuten Zeit. Und da kommen immer noch Leute. Jetzt haben wir Objective Complete. Das heißt, dass jetzt wahrscheinlich keiner mehr kommen wird und ich eigentlich weitergehen kann. Ja, okay, die Tür ist auch auf. Gehen wir hier mal doof hinterher. Ja, schreiten. Ach, das erinnert mich an Modern Warfare in der ersten Mission. Wo man mit dem Teil auch abrutscht. Es gibt einen Kopfschuss. Boah, wie übel. Das tut weh. Also das war jetzt wirklich mal ein Angriff. Also wo liegen die Amis nur Wert auf unzensierte Sprache oder was? Das ist sehr unnötig. So, von wo werde ich hinabgeschossen? Da oben hat keiner. Was sind die? Ah, da ist einer. Da ist einer. Und zum Schluss des Spiels, also das Ende des ganzen Spiels, die Kampagne, gibt es eine tragische Wendung. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich sehen.
besser gesagt, ihr werdet es hören. Ob ich das dann noch übersetzen werde, weiß ich nicht, weil ich ja sowieso schon so unter Zeitdruck stehe. Wenn nicht, übersetze ich gerade. Ganz spontan im Video. Dann muss ich mir noch ein bisschen Notizen machen, damit ich auch weiß, was das alles bedeutet. Aber ja, ich bin ja nicht schlecht in Englisch. Das klappt schon. Irgendwie. So wie das gerade aussieht, nur so wie es aussieht, schaffen wir scheinbar noch die Mission. Ja, wir rutschen jetzt nämlich hier runter. Fallen hier durch und jetzt müssen wir ein paar Leute abfallen. Und dann ist die Mission auch schon vorbei. So, ich habe mich hier hauptsächlich auf die Vorderleute fixiert und den daneben stehen lassen, weil er ja eh von den Leuten abgeknallt. Ja, weil ich hier beim Testdurchgang schon mal verrückt bin. Ja. Aber nun gut. Soll jeder machen, wie er es möchte. Cool, wir haben sogar wirklich die Mission noch fertig geschafft. Jetzt befinden wir uns wieder auf dem Stuhl, soweit ich das weiß. Oder wir sind direkt in der Mission. Ja, ich glaube, wir sind auf dem Stuhl. Ja. Bekommen wir hier noch den irgendwas erzählt? Paranoid. Fixated with numbers. Clark created Nova 6. A nerve toxin that can rupture a body. Das ist ein neues Gift, Nova 6, was der da erfunden hat. Er hat es, also Kravchenko hat es in Vietnam getestet und das spielen wir jetzt, glaube ich, gleich. Also ich kann mich daran erinnern, dass man irgendwann in so einer Box ist und irgendwann irgendwelche Leute vergiftet werden und man selbst entkommen kann, weil die Tür aufgesprengt wird. Ja, aber das kommt alles noch. Dragovic, Steiner, Kravchenko, alle müssen sterben. Hat er told what they did, aber sie taten, was sie, sagten, was sie getan haben. Warum sie alle sterben müssen. Mir ist aufgefallen, dass meine Stimme ist heute irgendwie ein bisschen angekratzt. Das liegt daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin und ein bisschen Hals habe. Mein Vater war Musiker, also war Musiker in Stalingrad. During the German occupation, sound of this. Also er war Musiker und hat irgendwo bei den Germanen, also bei den Deutschen gedient und bla bla bla. Das war ein Symbol der Hoffnung und ein Symbol der Defense, also der Abwehr. Collaborating with any Nazi is a betrayal, a betrayal. The Nazi slit his throat while he slept. Also sie haben seine Pulsader durchgeschnitten, als er schlief. Boah, das ist echt hart. Jo. So wie das hier auf meiner Zeitleiste aussieht, finde ich eigentlich keinen richtigen Punkt mehr, um zu schneiden. Was ein bisschen doof ist. Vielleicht finde ich ja doch noch einen. Probier mal das Video so lange wie möglich zu machen. Yes, Dimitri. Time to hunt down the last remnants of the fascist Reich. Nevsky, grab the gear. We're moving out. The men and I have fought through the most bitter of winters. Sind wir schon am Rand. In Minute 14. Und gehen hier unten ins Lager. Ja, okay, da kann ich ganz einfach einen Schnittpunkt machen. Das kann ich. Mach ich hier, ich krieg noch was erzählt. Das dann rein. The hero Berlin graces us with his presence. Have you not tired of battle risen? As long as Mother Russia has enemies, I will answer her call. Put aside your petty rivalry, Kravchenko. Captain Reznov, ich hoffe nicht, dass ich das 15 Minuten beziehe. Kommen wir auch zum Labern. Ja, sie wollen Steiner, sie wollen leben. Punkt. Das ist alles. Ist ja gut, wir wissen schon. Komm schon, ich habe wenig Zeit. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal einen Schnitt und
Man sieht sich im nächsten Part. Ciao.